Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das altbekannte Problem mit der Lenkradverriegelung. Jeder BMW wird früher oder später das Problem bekommen. Und das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert und schaut, was die Leute für sowas bezahlt haben. Viele Probleme können wir aus der Ferne lösen. Dazu schicken wir euch so ein Kabel. Über das Kabel können wir auf euer Fahrzeug zugreifen. Wir können Kodierungen durchführen, Updates durchführen, Diagnosen, einzelne Komponenten prüfen, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen und wissen wollt, was ihr kauft. Oder wenn ihr schon Probleme habt und möchtet und eine unabhängige Meinung haben, wie man das Problem löst. Oder ihr wollt ein Problem vermeiden und den Zustand des Fahrzeugs wissen. Das alles können wir über das Kabel lösen und euch helfen. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows. Und über das Kabel können wir im Endeffekt alles machen, was wir hier vor Ort machen können. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, nach Hamburg zu kommen. Dieses Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung können wir leider aus der Ferne nicht lösen, denn es ist sehr, sehr komplex. Ihr müsst uns Komponenten schicken und dann können wir natürlich euch verschiedene Lösungen anbieten. Die Komponenten der elektrischen Lenkradverriegelung besteht aus drei Teilen. Wir haben einmal das Motorsteuergitter, hier haben wir einen Zähler. Wir haben einmal die Wegfahrsperre, hier ist ebenfalls der Zähler. Und wir haben die elektrische Lenksäule mit dem Stellmotor, der sich hier befindet, wo wir das schwarze Kästchen sehen. Das System, was BMW früher gemacht hat, die waren relativ transparent und haben gleich alle Komponenten getauscht. Deswegen kamen wir auch preisig auf Summen von 3.000 bis 3.500 Euro. Das heißt, sie haben zum Beispiel die Wegfahrsperre getauscht mit beiden Schlüsseln, das Motorsteuergitter und die Lenksäule. Mittlerweile tauschen die Sachen einzeln, Stück für Stück. Das heißt, sie tauschen erstmal die Lenksäule für ungefähr 1.200 Euro. Danach wird die Wegfahrsperre getauscht bei 1.000 irgendwas. Und irgendwann sind wir beim Motorsteuergitter. Das heißt, ihr landet so oder so bei 3.000 bis 3.500 Euro. Nur wenn man schon angefangen hat, irgendwas zu investieren, dann hört man ja natürlich nicht in der Mitte auf. Ne? Und das ist eine Art Köder. Deswegen sollte man sich vorher informieren, welche Möglichkeiten es gibt und was sozusagen die Lösung ist. Man findet im Internet auch sehr häufig solche Emulatoren. Die kann man sich für wenig Geld kaufen und einem wird das blaue Wunder versprochen, dass man das Problem mit so einem Teil für 2 Euro lösen kann. Oder es werden irgendwelche Zurücksetzungsvarianten angeboten, die auch helfen sollen. Das Problem ist leider nicht so einfach, deswegen ist das halt auch sehr teuer und wir bieten da 2 Lösungen an. Die eine Lösung ist, für immer. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die elektrische Lenksäule zu entfernen. Das heißt, man modifiziert das Fahrzeug so wie die neuen Modelle. Denn alle neuen Modelle, die haben keine elektrische Lenksäule mehr. Das System hat sich nicht bewährt. Auch bei hochpreisigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel X5, X6, sogar die alten Modelle, 7er, 8er, 9er Baujahr, oder zum Beispiel ein 7er BMW, die haben auch keine elektrische Lenksäule, sondern die wurden bei den normalen Modellen verbaut. 1er, 3er, 5er und so weiter. Und wir haben die Möglichkeit, das System so zu modifizieren wie bei den neuen Modellen. Die Wegfahrsperre bleibt alles aktiv, Schlüssel, alles funktioniert, nur ihr habt keine elektrische Lenksäule mehr, die auf und zu geht. Dieses Problem ist dann für immer gelöst. Was nicht mehr funktioniert, kann auch nicht mehr kaputt gehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass die Lenksäule funktioniert. Dann schickt uns im Endeffekt die Wegfahrsperre, das Motorsteuer und die Lenksäule zu, wenn ihr die zweite Variante haben wollt, dass die Lenksäule funktioniert und wir setzen das alles in Stand und ihr bekommt ein Jahr Garantie, wie als wenn ihr bei BMW 3.000 bis 3.500 Euro bezahlt hättet und habt ihr auch im Endeffekt ein Jahr Garantie. Bei der ersten Variante ist natürlich auch ein Jahr Garantie, aber es ist einfach so, was nicht mehr funktioniert, kann auch nicht mehr kaputt gehen. Bei der zweiten Variante habt ihr nur ein Jahr Garantie, nach einem Jahr, nach zwei, nach drei kann das Problem wiederkommen, genauso wie bei BMW. Denn wenn man im Internet so ein bisschen liest, wird man sehen, dass die Leute viel Geld bezahlt haben und irgendwann kam das Problem wieder. Das muss man einfach halt wissen. Welche Szenarien gibt es? Wenn ihr einen Fehler habt im Tacho, dass die elektrische Lenksäule, ob gelb oder rot, spielt keine Rolle und die Lenksäule lässt sich noch auf und zu machen, solltet ihr die Chance nutzen und aktiv werden. Denn dann braucht ihr die Lenksäule nicht ausbauen und uns zuschicken, sondern es reicht nur das Motorsteuergerät mit einem Schlüssel und die Wegfahrsperre. Vorausgesetzt, ihr wollt die Variante nutzen, dass man das System halt deaktiviert, dass ihr keine elektrische Lenksäule mehr habt. Dann schickt ihr euch das Motorsteuergerät, Wegfahrsperre.
Wenn ihr zum Beispiel die Variante haben wollt, dass alles weiterhin funktioniert, müsst ihr in jedem Fall alle drei Sachen uns zuschicken, dass wir das instand setzen können. Es ist auch wichtig für euch zu wissen, wenn die Lampe leuchtet, kann es jederzeit passieren, dass die Lenksäule verriegelt. Und wenn die Räder zum Beispiel nicht gerade sind oder zum Beispiel schief oder das Fahrzeug irgendwo steht, wo man schlecht rankommt, dann ist es natürlich problematisch, das Fahrzeug von da abzuschleppen, weil es gibt keine Möglichkeit, die Lenksäule irgendwie einfach zu entriegeln oder das Problem einfach zu lösen. Deswegen sollte man da aktiv werden. Wenn ihr noch kein Problem habt mit dem Fahrzeug, es leuchtet nichts, ist alles in Ordnung, kann man auch präventiv was machen, damit das Problem einfach nicht mehr in Zukunft passiert. Dann zahlt man die Hälfte von der Gesamtsumme, was so eine Reparatur halt kostet, und dann hat man das Problem für immer beseitigt. Deswegen diese Option bieten wir, je nachdem, wer was möchte. Wenn man vorhat, so ein Fahrzeug länger zu fahren und man weiß, das Problem wird bei jedem Fahrzeug passieren und man möchte das einfach vermeiden, dann kann man das präventiv machen. Wenn man das Problem schon hat, dann muss man natürlich halt aktiv werden. Auch für diejenigen in der Schweiz, in Österreich, in anderen Ländern, die uns die Sachen zuschicken, es ist alles gar kein Problem. Wir können das auch aus der, sozusagen auch in anderen Ländern euch behilflich sein. Am besten per E-Mail kontaktieren und dann werden wir eine Lösung halt finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.